Ja, herzlich willkommen aus dem sonnigen Kalifornien, in das wir extra gereist sind, um das hier zu spielen. Das ist die Gears of War 3 Multiplayer Beta und die gibt's in Deutschland gar nicht, die gibt's nur in Amerika und deswegen sind wir jetzt in... Nein, wir sind natürlich nicht in Amerika, wir sind virtuell in Amerika, sagen wir es mal so. Neben mir sitzt der René Häuser, servus. Hallo, Michael. Ich bin der Michael Obermeier, René hat vergessen, das zu sagen, aber ich... Ja, tut mir leid, ich bin hier so schon im Spiel drin. Genau, wir haben folgenden Plan. Wir machen ein Let's Play Gears of War 3 Multiplayer-Beta-Dings. Und René hat vorgeschlagen, wir machen erst so eine voll seriöse Runde, wo ich dann wichtige Verständnisfragen und keinen Quatsch erzähle. Und dann machen wir erst den Quatsch. Das heißt, alle kommen auf ihre Kosten. Also wer quasi keine Lust hat, sich das Spiel erklären zu lassen, der kann diesen Teil überspringen und springt einfach in den nächsten Teil des Let's Plays rein. Da gibt's dann Quatsch. Aber ich fürchte, es wird auch jetzt schon viel Quatsch geben. Ich glaube auch... René, was machst denn du da? Also, genau, wir sind jetzt in der Multiplayer-Beta von Gears of War. Ich spiele hier in Locust auf einer der beiden bisher spielbaren Karten. Verdammt, jetzt hat mich doch glatt einer erwischt und keiner vom Team hilft mir natürlich. Der hat dir geholfen. Ja, danke. Das ist es nach wie vor so, wenn du zu Boden gehst, dann kann dich noch jemand aufheben und das andere Team kann machen, dass du nicht mehr aufgehoben wirst. Genau, ich könnte mich auch selbst wieder aufrichten, wenn ich genug Zeit habe, da ich habe ihn jetzt halt gedownt, wie es so schön heißt. Jetzt kommt da gleich noch einer. Und das yeah. ist... Und da wären wir auch schon beim Grund, warum das im deutschen Marketplace nicht zu haben ist. Das ist halt ein bisschen rote Soße-Spiel. Aber auch nur ein bisschen. Aber der Modus ist ja einfach nur Team Deathmatch, das heißt... Genau, bisher gibt es nur Team Deathmatch in der Auswahl. Es sind noch zwei weitere Modi angekündigt für die Beta. Ich gehe aber davon aus, dass wahrscheinlich Epic das erstmal so ausprobieren möchte, halt wie die Balance von dem Spiel ist und dass sie dann so nach und nach die Modi freischalten, weil es sind auch noch zwei weitere Karten angekündigt. Bisher gibt es eben zwei Maps, also hier Checkout und Threshold, das ist so ein Stadion. Nix Medic. Oh, da kommt noch mehr. Aber es ist schon ein sehr, sehr teambasiertes Spiel. Also man merkt schon, alleine da großartigen Leuten in den Rücken fallen und einen Track nach dem anderen machen, ist halt nicht. Also da musst du ja schon irgendwie aufeinander Acht geben, oder? Jein. Also wenn du der Oberchecker bist, es gibt hier Leute, mit denen ich auch mal durchaus vor langer Zeit zusammengespielt habe. Schöne Grüße an die alten Clan-Kollegen. Die können halt hier durch die Map rollen und sich halt wirklich so von einem Gegner zum nächsten bewegen und die umhauen. Wenn man aber jetzt eher so wie wir hier anfängermäßig ist, genau, dann sollte man lieber im Team spielen. Da jetzt bin ich gerade, ja, und jetzt kommt natürlich einer und finisht mich. Du hattest ja mal erwähnt, dass Gears of War 2 diesen fiesen Ruf hat, dafür bekannt zu sein, dass der halt der Host des Spiels ist, der absolute König ist und der sieht das alles verzögerungsfreier und gewinnt dann mit weitem Abstand. Spielen wir jetzt hier auch gerade bei einem Amerikaner auf der Xbox oder bei wem sind wir zu Besuch? Interessanterweise sind für die Beta dedicated Server gestellt worden von Epic. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nachher in der fertigen Version auch so bleiben wird. Es wäre super, weil man merkt nämlich schon, wie angenehm das jetzt auf einmal ist. Ja, du triffst auch mal was, ne? Ja. Das ist ja das Schlimme, wir haben ja jetzt René spielen lassen für diese Erklärbär-Runde, weil der kann es wenigstens und der weiß auch, warum, was da vorgeht. Also nachher, wenn jemand sehen will, wie man unglaublich bei Gears versagt, also noch schlimmer als bei unserem Crysis-Let's Play, dann soll er gucken, wenn ich spiele, das kommt dann nachher. Aber die Waffen und das ganze Zeug, das ist wie in Gears of War 2. Ich habe wieder diesen Active Reload mit, wenn ich im weißen Bereich bin, dann ist, was ist, habe ich da mehr Schaden oder ist genau. das Magazin sofort voll? Also, ja, also man lädt halt schneller nach. Und, jetzt habe ich natürlich den Active Reload nicht hinbekommen. Ja, für den hat es gereicht. Ja. Man lädt eben schneller nach und was ganz wichtig ist, gerade für so Shotgun oder auch für die Longshot, also das Scharfschützengewehr, du machst, also ich weiß nicht, 50% mehr Schaden oder 75% mehr Schaden. In der Regel ist das der Unterschied zwischen er geht down oder du gehst down. Und, aber es hält nicht ewig. Deswegen sollte man das gut timen, wo jetzt sind wir... Jetzt aber dieses Active Reload-Zeug, das hat kaum ein anderes Spiel mal übernommen, oder? Ich glaube gar keins. Schade, also ich wüsste jetzt auch auf Anhieb keins. Aber wo anderes Spiel, das ist doch jetzt hier noch die Beta, die man nur spielen darf, wenn man die Bulletstorm Super Teuer Edition gekauft. Oh nein, jetzt ja. Kommt schon hoch wieder. Ach, man kann sich selbst auch wieder hochholen. Ja, ja, ich habe das System noch nicht ganz verstanden. Außerdem, ja, ist... Hast du den falschen Knopf gedrückt? Nee, ich glaube, der Knopf war schon richtig, aber er hat noch... Für uns... Nein, hat er nicht. Ah, die COGs haben gewonnen. Ja, aber gar nicht so schlecht für den Einstand hier.
Boah, hier, zweiter Platz. Ja. Super, Level Up. Oh nein, es gibt auch wieder ein Level-System. Das ist neu. Man kann jetzt halt richtig, also es gab Achievements und gibt es natürlich schon immer bei Gears of War, aber jetzt gibt es eben auch noch extra Medaillen, Abzeichen, Perfect Reloads und Kopfschüsse und Finisher Moves. Und also wer bisher das Problem hatte, dass auf seinem Bildschirm zu wenig aufgepoppt ist, das haben sie behoben. Es poppt jetzt dauernd irgendwas auf. Aber man hat jetzt keine klassischen Freischalt Bäume, so wie man das von Modern Warfare oder jetzt Crysis kennt, sondern du schaltest nur Kostüme frei und Waffenskins. Mhm, okay. Also man wird nicht besser oder schlechter dadurch. Ich werde sowieso nicht besser. Das ist jetzt die zweite Map, Thrash Ball oder wie man das ausspricht. Das ist eben irgendwie so ein eher altes Stadion, wahrscheinlich hier von Cole. Und es sind wir die Corks. Ja. Darf man das sagen? Ja, das darf man sagen. Weil ich meinte ja nicht, das so mit G geschrieben, ne? Das ist übrigens auch neu. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alleine schon hinkriege, aber vorhin hatten wir beim ersten Anspiel, man kann jetzt Dinge zerstören und dann fällt zum Beispiel diese Anzeigetafel runter. Okay. Wenn da natürlich jemand da drunter steht, dann... Und du bist dumm, oder? Sieht so aus. Ich glaube, das ist die Standardauswahl am Anfang. Hätte ich halt umstellen müssen. Oh, man sieht nichts, der Nebel, immer gefährlich. Gehen wir doch mal auf die Shotgun. Ja, ein Wort noch zu den Waffen, weil wie man sieht am Spiel selbst, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Wow. Aber was sich geändert hat, sind natürlich, es gibt neue Schießprügel. Mhm. Es gibt den Retro-Lancer. Das ist so ein bisschen wie der normale Lancer, das ist das Ding mit der Kettensäge, nur mit einem Bajonett vorne dran. Und das Ding hat noch also schießt ein bisschen anders. Ist ein bisschen präziser auf Distanz, aber macht nicht ganz so viel Schaden. Jedenfalls so beim ersten Anspielen habe ich so den Eindruck. Dann gibt es eine neue Shotgun, das ist so eine doppelläufige. Mhm. Wenn du dort eigentlich jemanden mit triffst, dann ist der sofort weg. Komplett, also es ist so ein One-Shot und tot. Nachteil von der Shotgun ist aber, dass die nur einen einzigen Schuss erstmal hat und dann musst du sofort nachladen. Also der Schuss sollte sitzen. Oh, das ist nicht gut. Hier sieht man das jetzt schön, wenn man eben alleine gegen zwei vorwärts oder angreift, dann hat man fast keine Chance. Du machst keinen Stich, ne? Weil wenn die zusammen auf einen schießen, gerade auf die Beine oder so, dann geht man so schnell kaputt. Jetzt ist das aber so, wir haben das jetzt für die Aufnahme wahrscheinlich eher deaktiviert. Man müsste sich wahrscheinlich über Voice-Chat etwas mehr absprechen, als unsere gute alte, wir laufen nach vorne und schießen mal Taktik. Xbox Live würde man dann wahrscheinlich dann eben über das Headset sich ein bisschen abstimmen, wobei natürlich, wenn man jetzt hier gegen Amerikaner oder irgendwelche Europäer spielt, denke ich mal, wird auch eher Trash getalkt als irgendwie wirklich hier mit Taktik und so. Der Hund. Oh, ist das für den Reload? Ah, Reload verkackt und natürlich sofort, ungünstig. Ich merke schon, dieses Rummelin, das ist sehr wichtig, oder? Dass du auf die Leute einschlägst, bevor du sie erschießt? Das war der große Knackpunkt eigentlich von Gears of War 2, weil das Schlagen war sehr stark. Damit hat man die Gegner gestunt. Also Schlagen plus Shotgun war eigentlich immer der sichere Kill. Jetzt haben sie das Schlagen etwas abgeschwächt. Also nicht von der Stärke des Schlages her, aber es gibt kein Auto eben mehr. Man muss jetzt also ein bisschen besser schauen, dass man wirklich trifft beim Schlagen. Ups, Alter, jetzt gehen wir nochmal in Deckung hier. Jetzt sieht man hier, das ist zum Beispiel eben diese Retro-Lancer. Auf ein 10. Vielleicht hätte ich mal dem Teamkameraden erstmal aufhelfen sollen. Vielleicht eine Granate da rausschmeißen sollen. Ja. Naja, aber als Standardgranate hat man am Anfang ja nur diese Rauchgranate, die stunt zwar ganz kurz, wenn man wirklich einen treffen würde, aber die macht jetzt nicht wirklich Schaden. Die Locusts haben gewonnen. Ja, damit wären wir mit dem ersten Block durch. Also so viel zu erklären gab es da ja jetzt nicht. Das heißt, es wird jetzt Zeit für Quatsch. Genau. Und jetzt muss ich spielen. Wechseln wir mal die Plätze und dann macht Michael mal hier einen auf Terminator.